Ich wollte, meine Tochter läge tot zu meinen Füßen und die Juwelen in ihrem Ohr. Wollte, sie läge eingesackt zu meinen Füßen und die Dukaten in ihrem Sack. Keine Nachricht von Ihnen. Gut. Und ich weiß nicht einmal, was die Suche kosten wird. Du! Verlust über Verlust. Der Dieb mit so viel durchgegangen. Und so viel, um den Dieb zu finden. Und keine Genugtuung, keine Rache, auch kein Unglück regt sich, das nicht auf meine Schultern fällt. Keine Seufzer, die ich ausstoße, keine Tränen, als die ich vergieße. Freilich, aber andere Leute haben auch ihr Unglück. Antonio, wie ich in Genua hörte. Was? Was, Unglück? Unglück? Hat ein Schiff verloren, das von Tripolis kam. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Ist das wahr? Ist das wahr? Ich sprach ein paar Matrosen, die aus dem Schiffbruch gerettet wurden. Ich danke dir. Gut, Satuba. Guten Abend. Guten Abend. In Genua gehört. Ja, aber Ihre Tochter brachte in Genua, wie ich hörte, in einer Nacht 80 Dukaten durch. Du bringst mich um. Ich werde mein Geld nie wiedersehen. 80 Dukaten auf einmal. 80 Dukaten. Es reisten verschiedene Gläubiger von Antonio mit mir nach Venedig. Die schwören, ihm bleibt keine Wahl. Er macht Pleite. Das freut mich sehr. Ich will ihn quälen, ich will ihn foltern. Das freut mich. Einer von ihnen zeigte mir einen Ring, den er von ihrer Tochter für einen Affen bekommen hatte. Sie sei verflucht. Du folterst mich. Tubal. Es war mein Türkis. Ich hatte ihn von Lea, als ich noch Junggeselle war. Ich hätte ihn nicht für eine Wildnis von Affen hergegeben.